Herzlich willkommen auf unserem Stand auf der Ligna 2019. Wir sind die Pharmag Werkzeugfabrik und produzieren Holzbohrer vom Feinsten für Besserbohrer. Heute laden wir Sie ein, sich unsere Neuigkeiten auf unserem Stand anzuschauen. Auf der Ligna präsentieren wir unter anderem unseren neuen Katalog. Delta F haben wir den diesmal genannt. Warum das so ist, können Sie gerne auf unserer Homepage nachlesen. Der Katalog ist in 4 Sprachen erschienen, und zwar in Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch. Nun aber zu unserer ersten Neuigkeit des neuen Kataloges, Delta F. Eine Neuheit ist unser Auswerfersystem für Lochsägen Paroli Pamschenk. Dieses System besteht im Wesentlichen aus einem Schaft und einer Aufnahme, welche ich auf jede handelsübliche Lochsäge montieren kann. Diese sehen wir hier auch nochmal im Detail. Das ist eine Aufnahme mit 2 Schrauben und diese wird einfach auf die Lochsäge montiert. Diese spezielle Lochsägenaufnahme haben wir mit einem konischen Gewinde versehen. Dieses konische Gewinde hat den Vorteil, dass zum einen die Lochsäge auf dem Schaft sehr gut zentriert ist und sich die Lochsäge auch einfach wieder lösen lässt. Zum Befestigen der Lochsäge brauche ich lediglich eine knappe Umdrehung und die Lochsäge ist auf dem Schaft befestigt. Für besonders viel Sicherheit und eine gute Führung der Lochsäge sorgt unser drehbar gelagerter Handgriff, der gleichzeitig als Auswerfer des Lochsägekerns dient. Die Lochsägenaufnahme ist mit einem Zentrierbohrer ausgestattet, mit dem ein punktgenaues Anbohren kein Problem ist. Probieren wir es mal aus. Durch ein Verschieben des Handgriffs nach vorn ist das Auswerfen des Sägekerns ein Kinderspiel. Zum schrägen Anbohren schiebe ich den Schiebegriff einfach wieder nach vorne und habe somit eine viel, viel längere Zentrierung. Unser Pamschenk ist wie für Pharmag üblich einzeln sowie im Set mit unseren Paroli-Lochsägen in Hartmetall verfügbar. Als nächstes möchten wir Ihnen unsere neuen Pharmag-Bohrständer vorstellen. Diese bestehen aus 2 geschliffenen Säulen aus Edelstahl sowie Rückholfedern aus Edelstahl. Diese verhindern, dass der Bohrständer rostet. Wir haben den Bohrständer mit einer neuartigen Klemmung zur Verstellung des Winkels versehen. Diese lässt sich leicht lösen und auch wieder feststellen. Eine neue Winkelskala sorgt für ein sicheres Ablesen des eingestellten Anstellwinkels. Auch neu ist hier eine neue Brücke am Ende unserer Führungssäulen. Die sorgt dafür, dass sich der Bohrständer nicht verwinden kann beim Arbeiten und sorgt für eine enorme Stabilität. Unser Bohrständer ist einsetzbar für alle Maschinen mit Eurohals. Unten am Bohrständer befindet sich ein Bohrbuchsenteller, der werkstücknah den Schlangenbohrer führt. Der Bohrbuchsenteller ist für Bohrerdurchmesser vom Durchmesser 8 bis 26 mm ausgelegt. Im Zubehör erhältlich ist eine Spannvorrichtung, die es möglich macht, den Bohrständer sicher und fest auf einem Balken zu befestigen. Bei gelöster Klemmvorrichtung stellt man einfach den Winkel ein, in dem Fall jetzt 75 Grad, macht die Klemmvorrichtung fest und dann kann losgebohrt werden. Unseren Bohrständer gibt es natürlich wie üblich in einer schwenkbaren sowie in einer starren 90 Grad Ausführung. Bereits bekannt ist unser Bohrmax 2.0 Prima mit auswechselbarer Zentrierspitze, die ich bei Bedarf durch einen Vorbohrer ersetzen kann. Ganz neu ist aber unser Bohrmax Hoch 3 HM Prima. Das ist die hartmetallbestückte Variante des Bohrmax Prima. Und auch hier kann ich die Zentrierspitze auswechseln und für schräges Anbohren durch einen Vorbohrer ersetzen. Zum Wechseln der Zentrierspitze löst man einfach die seitliche Klemmschraube, schiebt dann mit dem langen Schenkel des Imbusschlüssels die Zentrierspitze nach vorne raus und ersetzt diese nun durch einen Vorbohrer.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns doch einfach unter www.pharmag.com. Dort erfahren Sie unter anderem auch, was es mit unserem Delta F auf sich hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.